Die Ukraine-Krise ist eine Tragödie, die man hätte vermeiden können. Aber sie ist nun mal entstanden und alle Parteien müssen hier schmerzliche Lehren rausziehen. Im Wesentlichen geht es hier um den Ausbruch eines Problems, das sich aufgestaut hat in der Sicherheitsgeschichte Europas. Es gibt komplexe Gründe dafür. China urteilt immer selbst und entscheidet über seine Position eigenständig. Zwischen Krieg und Frieden wählen wir den Frieden, zwischen Sanktionen und Dialog entscheiden wir uns für den Dialog. Zwischen dem Öl, das man ins Feuer gießt, und die Temperatur absenken, sind wir für Letzteres. China hat die Krise nicht herbeigeführt, ist auch keine Partei und hat keine Waffen geliefert an keine der beiden Seiten des Konfliktes. Weshalb um Himmels Willen all diese Vorwürfe und Sanktionen gegen China? Das ist überhaupt nicht akzeptabel. Vor weniger als zwei Wochen haben wir unser Positionspapier zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise veröffentlicht, mit 12 Vorschlägen. Es geht um die Achtung der Souveränität aller Länder, Abkehr von der Mentalität des Kalten Krieges und Friedensgespräche. Im Wesentlichen geht es darum, aber bedauerlicherweise wurden diese Anstrengungen immer wieder untergraben. Es scheint eine unsichtbare Hand zu geben, die den Konflikt eskalieren will und die Ukraine-Krise nutzt, um bestimmte geopolitische Themen durchzusetzen. Die Ukraine-Krise ist an einem kritischen Punkt angelangt. Entweder die Feindseligkeiten werden eingestellt und der Frieden wird wiederhergestellt und eine politische Einigung beginnt, oder es wird mehr Öl ins Feuer gegossen und die Krise gerät außer Kontrolle. Konflikte, Sanktionen und Druck werden das Problem nicht lösen. Wir brauchen Ruhe und Überlegtheit und Dialog. Der Friedensprozess sollte so schnell wie möglich beginnen und die legitimen Sicherheitsinteressen aller Parteien sollten respektiert werden. Das ist der richtige Weg, um dauerhafte Sicherheit in Europa zu erreichen. Der jüngste Vorfall in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen war ja das unbemannte Flugobjekt. Hier handelte es sich um einen Fall höherer Gewalt und die Fakten sind ganz klar. Selbst die USA glaubten nicht, dass das eine physische Bedrohung darstellte. Aber im Gegensatz zum internationalen Völkerrecht und internationalen Usancen sind die USA von einer Schuldvermutung ausgegangen. Sie haben überreagiert, den Vorfall aufgebauscht und eine diplomatische Krise ausgelöst, die man hätte vermeiden können. Ein Zufall kann auch grundlegende Dinge ans Licht bringen, nämlich die erheblich verzerrte Sicht, die die USA von China haben. Sie betrachten China als Hauptrivalen und geopolitische Herausforderungen. Es ist so, als würde man den ersten Knopf am Hemd falsch zuknöpfen. Und insofern hat sich die amerikanische China-Politik völlig vom rationalen Pfad abbewegt. Die USA behauptet, sie will China übertreffen. Aber in der Realität bedeutet der Begriff Wettbewerb für die USA, dass man China eindämmen und unterdrücken will.
Das ist aber nur ein Nullsummenspiel. Die USA will Leitplanken einziehen, so nennt sie das. Aber man kann auch nicht erwarten, dass China nicht reagiert, wenn es verleumdet wird. Wenn die USA nicht auf die Bremse tritt, sondern weiter diesen falschen Weg beschreitet, können auch Leitplanken eine Entgleisung nicht mehr aufhalten. Und dann wird es sicherlich zu Konflikt und Konfrontation kommen. Wer trägt die Folgen? Es geht hier wirklich um die grundlegenden Interessen unserer Völker und um die Zukunft der Menschheit. Und natürlich wendet sich China gegen all das und das ganz entschieden. China hält sich auch weiterhin an die Prinzipien, die Präsident Xi formuliert hat, nämlich gegenseitige Achtung, friedliche Koexistenz, das gilt auch für unsere Beziehung zu den USA. Und wir hoffen, dass die amerikanische Regierung auf die Stimme ihrer Völker und unserer Völker hört, diese Mentalität des Kalten Krieges aufgibt, die politische Korrektheit aufgibt. Und wir hoffen, dass die USA ihre Zusagen erfüllt und mit China zusammenarbeitet und das zum Wohle beider Länder und der ganzen Welt.